Skins gibt es, ja, Outfit-Skins. Also du kannst verschiedene Sachen tragen. Warte mal, ist hier keiner? Oh, Loot Heaven, Mann. Die gehen nach Severny und so ein Shit. Warum kommen die nicht hier hin? Okay, wir looten erstmal den Bunker und dann looten wir die Schießanlage. Den Schießstand. Ich glaube, dass hier keiner gelandet ist. Ich hoffe, ich war jetzt nicht blind. Und lauf gleich in irgendeinen Typen rein. Aber ja, wir spielen trotzdem ein bisschen vorsichtig. Hier sind die guten Sachen. Hier sind die guten Sachen. Nur 30 Schuss? Okay, ich beschwere mich aber nicht. Es lief schon mal schlechter. Ich bin zwar ein bisschen traurig, aber okay. Wir müssen die Saiga nehmen. I'm sorry. Saiga rules. So, das war's, ne? Rucksack war hier nicht. Rucksack war hier nicht. Okay, hoch. Schießstand. Den Bunker kennt niemand. Der Bunker ist eigentlich relativ bekannt. Außerdem auch der Schießstand. Ist ja hier. Danke, Revolver, für eure AKM-Muni. Dafür doch kein Danke. Loot kostet. Ja, das stimmt. Loot kostet echt nichts. Aber trotzdem danke, dass ihr mich unterstützt. So. Warum soll man sich deswegen nicht bedanken, auch wenn es nichts kostet, weißt du? Ist ja eine Nettigkeit. Wenn jemand euch was Gutes tut, dann bedankt man sich doch. Ah, die SKS. Wir nehmen die SKS mit anstelle der Saiga, okay. Aber warte, wenn das die M4 ist. Okay, wir machen M4 und. Wir machen M4 SKS, okay. Dann haben wir eine Sniper und eine sehr gute Nahkampfwaffe. M4 ist meine Lieblingswaffe im Nahkampf. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Ich mache das auch immer, wenn ich die finde. Aber es ist so. M4 ist mein... Also, sagen wir die HK416, okay? Die HK416, die ist mein Babe. Ich habe... Ja, doch, West und Helm habe ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gestern in der Runde habe ich hier auch jemanden richtig nice weggeholt, als ich die eine Runde gespielt habe, wo der Server down gegangen ist. Das habe ich richtig böse gemacht. Ich habe den nämlich alles looten lassen. Ich hatte den die ganze Zeit im Visier, aber erst ganz am Ende geschossen. Weil ich wirklich... Ich dachte, das wären zwei Helmdestein. Weil ich wirklich wollte, dass der für mich alles lootet. Voll gemein. Hier, 8-Fach-Scope. Yes. Yes. Ja. Die Nazgul-Kapuze geht ja leider nicht über den Helm, deswegen trägt man die dann nicht mehr. Ist fürs Batman, oder Parade? Ich glaube, es würde schöner aussehen. Nee, das ist nur eine für den Karabiner und so die anderen. Ich brauche einen Scope. Ah, hier sind zwei Helme, sauber. Zwei Helme, zwei Rucksack, zwei Weste. Was will man fast schon mehr, ne? Außer alles drei. Aber das ist schon okay. Alle drei zusammen. Kennt ihr noch alle drei zusammen? Das war eine der witzigeren TV-Total-Episoden noch damals bei Silvester. Okay, warte mal. Hier war ich aber schon, ne? Dann guck ich nochmal hier. Du hast Low Quality. Der arme Parademann, ey. Ich würde voll kotzen, müsste ich Streams immer auf Low gucken. Das wird mich irgendwie voll abfucken, Mann. Ich fühle mit dir, Parade, Bro. Ich fühle mit dir. Okay, wo sind die Scopes? Hier sind keine. Dann gehen wir mal nach Severny. Und killen da ein paar Leute und hoffen darauf, dass wir Scopes finden, ne? Guck mal, hier sind zwei Autos außerhalb, ne? Also der Stadt. Das heißt hier drei sogar. Da, da, da. Drei Autos. Das heißt, es laufen bestimmt nachher Leute hier rein. Also hier lang. Weil die zu den Autos wollen. Das können wir uns eigentlich zunutze machen und dann einfach daran warten.
Sag mir, ist das ein Extended? Ach, fucking hell, ey. Scheiß Quick Draw, Mann. Ich will Extended Quick Draw oder gar nichts. Ich habe das Gefühl, die Steps, die Treppe hoch mit C, die ich quasi schleiche, sind lauter. Als die Steps, bei denen ich einfach nur laufe. Glück, Glück und bum, bum, bum. Okay, hier sind die offenen Türen. Das ist doch schon mal was. Und hier haben wir auch die Schüsse hinten gehört. Hier kommen bestimmt noch mal gleich Leute lang. Also die Einzeit sind natürlich nicht super überragend, ne? Aber ist egal. Nehmen wir mal für den Notfall halt Vierfachscope. Können wir wenigstens besser treffen. Achtfach ist bestimmt schon viel zu viel. Sollen wir warten, bis die kommen oder sollen wir reinlaufen und durchrennen? Ich laufe mal weiter. Ich sehe den bestimmt hier nicht. Okay, dann machen wir da drunter auf Auto und dann suchen wir den Nahkampf. Irgendwo hier muss der Typ ja sein. Aha. Fuck my life. Genau, wo ich runtergehe. Der Typ im Auto hat 3 Hits kassiert, ne? Red Dot, sauber. Ich geh mal einmal hier weg, weil ich hab Schiss, dass der irgendwie versucht zu flankieren und zu rushen. Ich glaube zwar nicht, dass der es macht. Ach, guck mal, da hinten ist der. Okay, ja, wenn er da ist, dann kann ich wenigstens hier looten. Hat er noch irgendwas, das ich gebrauchen könnte? Der hat Muni. Okay, dann muss ich leider meinen Painkiller nehmen. Ich habe sonst keinen anderen Boost. Der Typ ist links reingelaufen in die Stadt. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt einfach denkt, ich loote, oder ob der jetzt versucht, von irgendwo uns zu erblicken. Theoretisch könnte ich hinten an... Warte mal, wir könnten... Wo ist denn hier so ein bisschen eine erhöhte Posi? Wäre cool, wenn man irgendwo auf dem Dach könnte, bei dem Haus zum Beispiel. Okay, ist gelootet, aber das ist egal. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt hier oben drauf ist gleich. Ich gehe einfach mal nicht davon aus. Der ist da bestimmt noch in der Ecke. Also hier habe ich gesehen, wo der links vorbeigelaufen ist. Bestimmt in irgendeinem Haus ist der drin oder sowas. Wieso habe ich in dem Game eigentlich nur so Performance-Probleme? Du bist nicht der Einzige. Es haben schon mehrere Leute geschrieben, dass sie Performance-Probleme haben. Aber dann stell einfach die Grafik runter und dann gucken, ob das besser funktioniert. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich bin auch kein Guru, was das angeht. Vielleicht ist halt mein PC besser als deiner. Und dadurch... Okay, ne, sonst ist alles Mist hier. Gucken wir uns das Bild mal von hinten an. Der kleine Strolch, weißt du? Ich weiß ja, dass der hier ist. Wir können natürlich gleich auch mal gucken, wo der nächste Kreis landet. Aber ich weiß ja, dass der hier ist. Ich könnte mich sogar hinten an den Strand legen, dann sieht mich auf jeden Fall keiner.
Allwissend. Ja, aber ich weiß ja nicht, was die anderen Leute für PCs haben oder was auch immer, ne? GTX 1070, ja, und dann habe ich halt noch einen guten i7, also. Und wenn jetzt die Leute kommen, ich habe einen 2-Core AMD, dann ist das schon klar. Aber Grafik runterstellen und Performance-Updates kommen ja auf jeden Fall auch noch. Das ist ja, wie gesagt, erst Early Access. Und die werden noch weiterhin an der Performance arbeiten, auch die ganze Zeit. Für einen Red Dot, Adrian, danke. Ah, guck, da hinten habe ich was gesehen. Ah, seht ihr? Warte mal. Jagen die sich? Lass mal warten, ob einer gleich aussteigt von denen. Dann holen wir den. Gib um! Wer gewinnt? Loote den! Boah, die SKS verzieht aber irgendwie schon krass, oder? Wenn man da mit dem Achterscope drauf spielt. Bei den anderen habe ich das gar nicht so bemerkt. Da ist jemand outside der Playzone gestorben. Der Typ ist in den anderen gerannt, aber noch keiner ist gestorben. Ich hätte jetzt natürlich auch einen holen können, aber ich wollte mir das lieber angucken. Das finde ich manchmal auch ganz gechillt, sich so einen Kampf anzugucken. Wie sie sich jagen, wer gewinnt. Ich glaube, die Leute sind in Häusern drin. Fragt sich nur in welchen, ne? Warte mal, kann ich hier gleich lang springen? Okay, ja, das würde theoretisch gehen. Falls ich hier gleich weg muss oder so. Schade, dass der. Ah, da war noch dieser dritte Typ, sonst hätte der auch bestimmt gelootet. Und dann hätte man einen richtig schönen Schuss auf den gekriegt. Aber der dritte Typ hat von der Seite auch noch geschossen und dadurch. Ich habe Foliage auf Low und Post-Processing auf Low, ja. Das ist besser fürs Bild. Gras verpixelt halt auch, ne, bei Aufnahmen. Und je weniger Gras, desto weniger Verpixelung. Das ist so wie bei DayZ. Nur, dass man das halt da nicht aufstellen kann. Und Post-Process habe ich auf Low, weil das Bild halt verschwimmt. Sonst in der Entfernung. Und das wollte ich halt auch nicht. Oh, ernsthaft? Warte mal, da sehe ich doch was. Boah, das hätte mich jetzt fast gekillt, dass ich das auf Auto gelassen habe. Okay. Aber hier war trotzdem noch ein Dritter, ne? Ich weiß nicht, ob die sich gekillt haben. Ich glaube irgendwie ehrlich gesagt nicht, dass sie sich gekillt haben. Ich habe, als ich die Schüsse gehört habe, die einzige Meldung, die unten kam, war, dass jemand outside der Playzone gestorben ist. Ich wusste, ich habe so ein Auto irgendwie bremsen hören noch und dann, ja. Der weiß, dass da direkt das Out, der Drop ist, oder? Also ich kann von hier auf jeden Fall auf den Drop zielen. Mit meiner SKS. Aber die ist irgendwie. Die verzieht echt so ein bisschen. Oh, guck mal, ich habe den einen Schuss voll vom Kopf gekriegt. Bei dem Vierfachscope und Compressor, Compensator oder Schalldämpfer oder so, da ging das irgendwie, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, jetzt werden wahrscheinlich alle ankommen. Also einmal, weil hier der Kreis ist und natürlich, weil hier auch jetzt gerade ein Drop ist. Aber ich glaube, der Typ hat den Drop nicht gesehen. Das ist schade für uns. Es hätte ein schöner Kill halt einfach werden können, ne? Wenn er da jetzt hingelaufen wäre, guck mal, das ist eine ganz offene Fläche. Ich glaube, der hat das nicht gecheckt, der Typ. Aber da werden schon irgendwelche Leute noch hinlaufen. Looten werde ich da aber nicht. Ah, jetzt, warte. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass der Drop hinter dem Baum ist. No! Please. Oh, guck dich das an. Der kann schon mal sterben. Ja, super. Ich sehe den Drop von hier nicht. Das gibt es doch nicht.
Pech gehabt, ey. Ich kann den Drop vor dir nicht sehen. Scheiße. Dass der aber auch immer noch weiter hinten sein muss, als man glaubt, ne? Und dann einfach hinter dem scheiß Berg landet, das Drecksding. Dieser Kack-Kill-Command, ey. Dann sagt ja eigentlich nicht mal aus, ob man gut ist, ne? Weil was ist, wenn ich 100 Runden verkacke mit jeweils 3 Kills und dann steht am Ende 300 Kills, aber eigentlich war das immer scheiße, weil ich in der Top 80 gestorben bin und einfach immer nur 3 Kills hatte. Warte mal. Jetzt kommen sie alle an. Das hätte so schön sein können, oder? Alle rennen so Richtung Drop, die Leute. Ich bin nicht im nächsten Kreis, leider. Aber von da oben hat irgendwas geschossen, als das Auto kam. Ich gehe mal zu den Leuten, die ich gekillt habe jetzt und guck mal, ob ich da was looten kann. Ach komm, jetzt wo ich weggeguckt habe. Ist kein Problem, hier sind 2 Dashias, da hinten sind 2, 3 Autos. Hier sind wir alles voll mit irgendwelchen Dingern. Oh, der hat ein Medkit. Okay, sein Helm ist ein bisschen besser. First Aid und Medkits und alles. Alles hier. Extended Mag bitte drauf. Komm, ich will eigentlich nicht so lange hier bleiben. Also. Aber die Suppressor sind nur von der Pistole. Rennen wir mal rein. Ich höre einen Motor, ne? Ja, ja, komm, 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 komm. Ach, scheiße! Und da fährt der wieder weg, der Arsch. No! Why you do this? Why you do this? Ich glaube, der Typ in dem UAZ war der, der an dem Drop war, ne? Ganz am Anfang ist ein UAZ zum Drop gefahren und der kam jetzt auch von da oben irgendwie. Minen oder Sprengfallen? Nee, gibt es hier nicht. So, erstmal gucke ich von da, ob da nicht noch was kommt. Was ist, wenn jetzt über mir einer dieselbe Idee hat? Und von über mir hier reinguckt und mich hier hocken sieht. Das wäre dangerous. Okay, ey, wir haben 3 Medkits, ne? Wir haben 3 Medkits. Oh. Da ist die 7, das scheiß Medkit. Das nehmen wir nachher, wenn wir getroffen werden. Direkt jetzt immer. Okay, es dauert 10 Sekunden, das zu nehmen. Das ist schon ein bisschen heftig. Aber dafür halt das ja direkt hoch. Ich glaube, es ist keiner mehr außerhalb. Wir müssten die ja wenigstens reinrennen sehen, oder? Das ist schon einer der letzteren Kreise. Okay, mal hoffen, dass wir was sehen jetzt gleich. Ich will mein Achterscope auf jeden Fall einsetzen. Auch wenn die SKS sehr krass, also die hat einen krassen Rückstoß, wenn man die so, also wenn man da keinen Compensator drauf hat. Oder vielleicht einen Schalldämpfer. Vielleicht liegt es auch am Achtfachscope, dadurch wirkt das einfach krasser. Da ist was. Wir lassen den mal kurz kommen. Oh nein, bleibt der hinter dem Baum stehen? Ich hoffe nicht. Scheiße. Hat irgendwas Sniperoniges, der Typ?
Nee. Also kein Attachment für mich. Der hatte aber noch ein Dingens. Das ist ein Medkit, kein Med. Okay, Med. Okay, man kann eigentlich auch Med sagen. Für mich ist das aber Med, okay. Warte mal, was ist mit seinem Helm? Sauber. Ach, da oben drin. Wo hat der hingeschossen? Wenigstens ist der Typ im scheiß Haus schon mal tot. Der hat irgendwie in die Richtung geschossen, Richtung Strand, ne? Einmal aufpassen, ob da irgendwas rausläuft gleich vom Strand. Hoffentlich stirbt der outside the zone, der Typ, der da ist. Ach, da wirft einer eine Rauchgranate. Da ist er. Happy. Don't worry, be happy. Okay, das war der, auf den der geschossen hat. Dann haben wir schon mal die beiden down, die bei uns in der Nähe waren. Das ist doch gut. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht noch mehr ist. Oben auf dem Berg. Scheiße, ich muss 100 Meter ungefähr vorrennen. Noch vier andere. Oh, da ist der Drop gewesen. Ich laufe mal hier hinten lang, weil hier habe ich jetzt wenigstens ein bisschen gecleared. Oh. Kleiner Pisser, Alter. Ich sehe den aber. Einmal kurz Dingens nehmen und dann versuche ich den zu holen. War das noch ein Schuss von dem? Bevor der gestorben ist? Ich hoffe. Was liegt der da so offen? Okay, da hinter dem Berg ist wieder einer. Wenn der da schießt, dann komme ich vielleicht von hier hinten gut in den Kreis. Da sind ja nur noch zwei. Der ballert da hinten. Vielleicht ist der andere auch da hinten. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, shit, 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 shit. Oh nein, das scheiß Achtfach-Scope, wie ich damit Potato. Fuck my life. Alter, ich hab den nochmal gehittet und der Pisser hat überlebt. No. No. Ich nehme mal einfach, ich wollte gerade sagen, ich nehme mal ein Medkit. Scheiße. Typ hat, der hat meine zwei SKS-Hits überlebt. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich so selber schuld einfach, weil ich so kacke bin. Ich sehe ihn leider nicht. Fuck, ich habe einen vor mir und der Pisser ist rechts von mir und der weiß 100 Pro, von wo ich geschossen habe. Okay, nachgeladen ist. Potato Guard, Potato Guard. Alter, wie ich den... Ist der in dem Busch drin? Nee, ne? Das ist bestimmt oben hinterm Stein. Okay, nee, der ist nicht im Busch drin. Fuck my life. Da ist der. Oh, ich bin so kacke. Und im Finale fail ich so hart. Oh nein, ey. Wieso fail ich von allen Zeiten dann genau jetzt im Finale? Beide Leute nicht geholt. Ich hätte beide töten können, ne? Ah, oh,